Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Printmedien. Ja, bei Printmedien ist es natürlich auch eher ein konventionelles Oldschool-Medium, aber auf jeden Fall haben Printmedien immer noch ihre Daseinsberechtigung. Es gibt hier einige Möglichkeiten, wie du deine personenbezogene Marke ja unter die Leute bringen kannst, deine Dienste offerieren kannst. Und deswegen sind Printmedien auf jeden Fall auch eine Marketingmöglichkeit, die du in Betracht ziehen solltest. Als erstes mal eine Broschüre, vielleicht eher für die Mobile-DJs oder Party-DJs für euch geeignet. Wer als Szene-DJ im Hip-Hop oder elektronischen Bereich aktiv ist, für den ist sowas eher nicht zu empfehlen. Das ist dann eher lächerlich. Aber eben für manche DJs wird sich das bezahlt machen, definitiv. Ihr solltet hier ein Portfolio über euch einbinden, der die Interessierten informiert über eure bisherige Karriere. Was habt ihr denn für Leistungen? Was waren bisherige Meilensteine eurer Karriere? Also große Events, Besonderheiten, vielleicht irgendwelche Auszeichnungen, irgendwelche Contests, die ihr gewonnen habt, was auch immer. Eben, ja, besondere Referenzen. Dann eventuell, wenn ihr sowas vorzuweisen habt, eine Diskografie. Und auch noch viele andere Infos, eben eine kleine Biografie über euch, was ihr eben da noch alles reinpacken könnt, um die Leute darüber aufzuklären, wer ihr denn seid und was ihr könnt. Klar, aber übertreibt hier nicht. Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist immer sehr gering und die Leute wollen auch keine Märchen lesen, sondern einfach nur kurz und knapp wissen, was denn so los ist. Klar, euer DJ-Name sollte auch darin vorkommen, ist logisch. Am besten macht ihr das direkt aufs Titelbild mit eventuell eben auch Bildern von Gigs und vom Aufbau eures Services. Das natürlich dann sowieso überall in der Broschüre eingebunden an passenden Stellen, um das Ganze ja optisch schön aufzulockern und hier ja auch wieder zu zeigen, eben was habt ihr denn bis jetzt schon gemacht und wie könnte es auch aussehen, wenn eure potenziellen Auftraggeber euch dann buchen. Die ausführliche Beschreibung deines Businesses sollte enthalten, was kannst du, eben was bietest du an, auch was macht dich besonders, also warum sollte man genau dich denn buchen, was hast du für Leistungen, eben was sind ja die Dinge, die dich ausmachen, was hast du zu bieten, blöd gesagt, was ist dann auch wieder der Benefit des Kunden, das knüpft an die Lektion vom Demo-Kit an, also warum sollte diese Person jetzt genau dich buchen, wovon sie dann eben ja auch ganz konkret etwas hat. Denn wenn du hier mit Dingen aufwartest, die ja für dein Zielpublikum eigentlich gar nicht interessant sind, dann wird es auch nicht zu einem Geschäftsabschluss kommen. Und du kannst zum Beispiel auch diverse Leistungspakete einbinden, gerade für Mobile-DJs zum Beispiel auch wieder interessant, diverse Größen von, ja, ein gewisser Umfang von eurem Equipment, das ihr mitbringt, eben wie groß ist die Anlage, wie viel Zusatztechnik noch mit Licht, Nebelmaschine und so weiter, wie viele Stunden legt ihr auf, da kann man ja schon mal gewisse Pakete schnüren, das haben wir ja auch in der Booking-Lektion schon genauer besprochen, dass es auch Sinn macht, verschiedene Pakete zu schnüren. Schaut hier nur, dass ihr auch keinen Preis nennt, denn zum einen könnt ihr beim Preis dann schon Leute abschrecken, zum anderen informiert ihr auch eure Konkurrenz, was denn eure Preise sind und so weiter. Also lasst das einfach weg, informiert die Leute einfach, was sind eure Leistungspakete und klar, ihr habt ja hier auch einen Kontakt in der Broschüre, dass die Leute dann auch den Preis nachfragen können. Logo, genauso logisch eigentlich wie der DJ-Name, könnt ihr vielleicht sogar auf jeder Seite irgendwo klein einbinden, mindestens mal aber auch auf dem Titelbild. Und bei eurem DJ-Namen heutzutage natürlich auch Pflicht, die Social-Media-Kanäle einzubinden. Vielleicht auch eben nicht nur ganz trocken den Link, sondern auch den Nickname beim Link oder eben auch solche Gimmicks wie den Snapcode, den eure Interessierten dann auch scannen können. Sowieso eben gestaltet es immer übersichtlich, schön aufbereitet, dass es auch Spaß macht, sich diese Broschüre anzuschauen. Und die Leute eben auch die Sachen schnell finden. Schaut, dass ihr alle wichtigen Kontaktdaten da eingebunden habt, eben genau wie bei einer Visitenkarte, E-Mail, Telefonnummer, Adresse, was auch immer gibt, dass man euch gut erreicht. Denn sonst bringt euch auch die beste Broschüre nichts. Wenn die Leute keine Anfrage an euch stellen können, dann werdet ihr auch keine Aufträge bekommen.
Ihr könnt dann die Broschüren zum Beispiel in Geschäften auslegen, also generell einfach Geschäfte. Noch besser dann eben vielleicht Geschäfte, in denen sich euer Publikum auch rumtreibt. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr Mobile DJ seid, könnt ihr die Broschüre in einem Brautmodegeschäft auslegen. Oder vielleicht auch bei eurem Konditor, weil ja auch klar ist, dass hier die Hochzeitstorte geordert wird und so weiter. Seid hier kreativ. Außerdem könnt ihr sie bei Dienstleistern auslegen. Vielleicht gibt es ja zum Beispiel Weddingplaner und hier könnt ihr dann auch die Broschüre auslegen. Da ist natürlich dann 100% Zielpublikum. Solltet ihr nicht vernachlässigen. Bei Gigs selber, also wenn ihr dann zum Beispiel die Hochzeit spielt, könnt ihr auch ein paar Broschüren auslegen, denn wenn hier eine große Gesellschaft ist, dann wird mit Sicherheit auch nochmal in Zukunft jemand von den anderen Gästen heiraten. Und eben auch in den Locations, in denen ihr spielen werdet, habt ihr vielleicht auch die Möglichkeit, da noch am Empfangsbereich oder so ein paar Broschüren auszulegen. Deswegen seid ihr kreativ, denkt nach, wo eben euer Zielpublikum ist, wo könnt ihr die Leute abgreifen und platziert dort ein paar Broschüren. Als letztes könnt ihr natürlich auch ganz klar einfach die Broschüren verteilen. Ihr könnt die einwerfen, ihr könnt sie einfach so relativ willkürlich verteilen. Ihr könnt sie natürlich auch dann bei Veranstaltungen und Gigs verteilen. Dann habt ihr schon mal eine höhere Gewissheit, dass hier euer Zielpublikum ist. Also eben, ihr seht schon, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit zum Beispiel von Printmedien sind Flyer. Auf den Flyer natürlich auch ganz klar muss euer DJ-Name, auch wieder eben euer Logo. Und der sollte ganz klar ja auch ein ansprechendes Design haben. Am besten auch wieder Bilder, coole Bilder von euch, coole Bilder von Veranstaltungen. Ihr habt bei einem Flyer auch nicht so viel Platz wie bei einer Broschüre. Ihr habt höchstens eben Vorder- und Rückseite. Deswegen eben müsst ihr schauen, dass ihr ganz wichtige und essentielle Sachen nur dort unterbringt. Sowas wie eine Biografie hat zum Beispiel auf einem Flyer nichts verloren. Aber eben ein cooles Bild vielleicht von euch bei einem Auftritt. Vielleicht auch noch ein Pressefoto. Und eben die wichtigsten Informationen, wie zum Beispiel auch wieder die Social-Media-Kanäle. Genau dasselbe auch wie bei der Broschüre. Und zum Beispiel auch wieder alle wichtigen Kontaktdaten wie bei der Visitenkarte. Denn hier auch wieder genau dasselbe wie bei der Broschüre. Wenn die Leute euch nicht erreichen können, dann werdet ihr auch nichts erreichen. Genauso wie bei der Broschüre könnt ihr auch die Flyer dort auslegen, wo euer Zielpublikum unterwegs ist. Und vor allem, was man mit Flyern ja auch gerne macht, ist sie in den Briefkasten einschmeißen. Also wenn ihr eben dann Mobile DJ seid, der in einer gewissen Gegend aktiv ist, dann schaut einfach mal, dass ihr in einem gewissen Umkreis einfach mal haufenweise Flyer in den Briefkasten einschmeißt. Da wird mit Sicherheit was zurückkommen. Eine weitere Möglichkeit sind Sticker. Sehr verbreitet und auch nicht zu teuer, von daher eine gute Möglichkeit. Drauf sollte natürlich euer DJ-Name wieder sein, genauso wie euer Logo, ganz logisch. Das sollte sowieso überall sein, egal ob Internetauftritt, Offline-Auftritt, eben genauso was wie hier Printmedien, überall. Auch überall sind die Social-Media-Kanäle, ist auch wieder genau dasselbe. Ihr habt auf einem Sticker noch weniger Platz als auf dem Flyer, ganz klar. Deswegen müsst ihr hier schauen, ob ihr vielleicht sogar einen extra Sticker macht, wo außer dem DJ-Namen, eurem Logo und dem Snapcode nichts drauf ist. Müsst ihr eben schauen, ob euer Zielpublikum auch auf Snapchat aktiv ist. Oder eben viele Leute. Klar, es wird immer irgendjemand aktiv sein, aber es geht ja auch um die Hauptzielgruppe. Und ansonsten eben vielleicht nur die Nicknames oder wenn ihr eine kurze URL habt von eurem Profil, dann auch sowas wie einen Link. Aber klar, beim Sticker ist der Platz natürlich sehr begrenzt. Am besten ist es, wenn euer Sticker ein wirklicher Eye-Catcher ist. Das heißt, ihr habt eine coole Form, wie der Sticker an sich schon aussieht. Auch eine besondere Farbe, die man eben vor allem halt in der Dunkelheit gut sichtbar ist. Das solltet ihr euch auch durch den Kopf gehen lassen, denn wenn ihr einen sehr dunklen Sticker habt und ihr klebt den in einen Club, dann wird den mit Sicherheit niemand zu Gesicht bekommen. Das ist dann natürlich kontraproduktiv, hier vielleicht mit fluoreszierenden Farben arbeiten, mit sehr grellen Farben. Und das Layout an sich eben, ein besonderes mit Farben und Formen arbeiten vom Sticker, dass es eben ein Eyecatcher ist. Hier müsst ihr kreativ sein und könnt es natürlich eben an euren DJ-Namen, an euren DJ-Logo anlehnen. Ihr solltet die Sticker an Orte kleben, an denen die Leute entweder schauen oder auch greifen, denn meistens schaut man auch automatisch dahin, wo man greift.
Und das sind zum Beispiel bei Veranstaltungsorten die DJ-Booth. Hier sind natürlich auch verstärkt Kollegen oder wenn ihr zum Beispiel von der anderen Seite macht, wo das Publikum zu sehen ist, da schauen auch immer viele Leute hin. Klar, der Blick ist immer auf den DJ gerichtet. Alternativ zum Beispiel auch die Toilette an der Spülung zum Beispiel oder am Pissoir jetzt in der Männertoilette irgendwo in Augenhöhe. An der Bar wartet man sehr lange, hat man viel Zeit, sich umzuschauen. Deswegen entweder oben drauf oder vorne dran, wo auch immer eben. Ihr könnt die Sticker an Scheiben kleben, an Geländer, an Lichtschalter, an Sitzgelegenheiten und so weiter. Also das sind eben viele Orte, wo Leute hinschauen, hingreifen, sich hinbewegen. Aber natürlich könnt ihr den Sticker überall hinkleben. Ihr könnt ihn auch an Mülleimer, an Schilder und sonst wo hinkleben. Klar, kennt man ja auch aus dem Alltag. Das eben nur als Tipps. Diese Orte sind besonders prädestiniert dafür. Wir empfehlen euch außerdem, dass ihr bei den Stickern einen Outdoor-Sticker wählt, also von der Machart her, denn diese sind besonders haltbar. Ihr werdet ja wahrscheinlich auch viel noch eben draußen stickern, von daher sowieso empfehlenswert, da sie wind- und wetterbeständiger sind, bleichen auch nicht so gut aus. Außerdem vor allem die Haftbarkeit ist viel stärker, denn ihr wollt natürlich auch nicht, dass euer Sticker schnell einfach wieder abgezogen wird von der Konkurrenz oder von dem Besitzer des Clubs, der ja keine Lust hat, dass sein Club so vollgeklebt ist. Also hier auf jeden Fall dran denken, besonders haftbare Outdoor-Sticker wählen. Die sind zwar etwas teurer, aber es wird sich definitiv rechnen. Euer Sticker sollte auch nicht zu groß sein. In der Regel empfiehlt sich so ein 5x5 cm Format. Ihr könnt natürlich auch einen Kreis nehmen, ist ganz klar. Das ist jetzt nur ungefähr ein Richtwert oder euer Sticker sieht noch ganz anders aus. Es geht einfach nur darum, dass der Sticker umso größer wird, logischerweise umso unhandlicher wird. Oder auch wenn er zu klein wird, dann habt ihr halt Schwierigkeiten, den Sticker gescheit anzubringen. Und klar, wenn er zu klein ist, ist er vielleicht auch nicht mehr gut sichtbar. Wenn er zu groß ist, habt ihr Probleme, ihn anzubringen. Oder die Fläche passt dann auch nicht, dass der Sticker so gescheit angebracht werden kann überhaupt. Deswegen eben so eine 5x5 Fläche hat sich als sehr nützlich herausgestellt. Schaut, dass ihr ungefähr in diesem Format bleibt. Die Visitenkarte auch als Printmedium, natürlich ein ganz alter Klassiker, aber immer noch nützlich. Deswegen solltet ihr euch auch auf jeden Fall Visitenkarten zulegen. Denn auch im Zeitalter der Digitalisierung, wie man so schön sagt, ist eine Visitenkarte gut, um im Gedächtnis zu bleiben. Die physische Visitenkarte, wenn sie mal jemand in seiner Hand hat, in der Jackentasche stecken hat, wenn sie mal auf dem Schreibtisch liegt, wo auch immer, dann verschwindet die auch nicht mehr so einfach wie vielleicht ein E-Mail-Kontakt, der dann irgendwo in den Tiefen des Programms verloren geht oder eben einen Link, den man dann einfach vergisst und nicht mehr aufrufen kann. Die Visitenkarte, die bleibt da, insofern sie natürlich hoffentlich nicht weggeworfen wird. Eine Visitenkarte muss klar alle wichtigen Kontaktdaten von euch enthalten und auch diese gut lesbar sein. Ist irgendwie logisch, aber man bekommt trotzdem immer wieder Visitenkarten in die Hand, bei denen das eher schlecht umgesetzt ist. Hier müsst ihr natürlich auch einen gewissen Trade-off machen zwischen einer coolen Optik und einer guten Lesbarkeit. Schaut einfach, ob ihr da vielleicht mit einem Grafikdesigner zusammenarbeitet oder es gibt ja auch gewisse Layout-Vorgaben von Dienstleistern, die euch Visitenkarten produzieren. Auf jeden Fall sollte auch drauf sein, euer DJ-Logo und euer DJ-Name. Ist auch irgendwie selbstverständlich, vergisst man vielleicht aber auch leicht. Deswegen betonen wir es hier nochmal. Und ihr könnt die ja auch besonders hervorheben. Also am besten nicht irgendwo klein in die Ecke schreiben, sondern vielleicht sogar eine Seite der Visitenkarte nur dafür aufwenden, damit es auch ein richtiger Eye-Catcher ist. Der erste Eindruck ist immer der wichtigste Eindruck, egal ob ihr jemandem begegnet oder eben auch ob ihr jemanden die Visitenkarte in die Hand drückt. Deswegen steigert den Wiedererkennungswert dadurch, dass ihr eine besondere Optik habt, dass ihr vielleicht sogar eine besondere Haptik habt, aus der die Visitenkarte gemacht ist, dass das Logo erhaben ist, was auch immer. Es gibt da ja unfassbar viele Möglichkeiten und schaut eben, dass die Karte schön aufgemacht ist. Umso ausgefallener die Karte ist, umso bleibender ist der Eindruck. Das ist natürlich dann schon was Besonderes, wenn ihr eine spezielle Form habt oder man mit eurer Visitenkarte sogar vielleicht irgendwas machen muss, dass sie erst richtig lesbar ist. Also ihr die Leute wirklich einbindet dann in diesen Prozess. Da gibt es coole, verrückte Sachen. Informiert euch einfach mal, was es da alles eben für Möglichkeiten gibt und sucht euch was Cooles raus.
Je nach Bekanntheitsgrad solltet ihr nicht zu viele anfertigen, denn wenn ihr noch sehr unbekannt seid und nur ab und zu mal eine Visitenkarte rausgebt, dann kann es natürlich sein, dass ihr euch ja vielleicht von der Mindestbestellmenge her 100 oder 150 Karten nur holt. Aber ja, ihr vielleicht innerhalb von 1, 2, 3 Jahren es noch nicht schafft, alle Visitenkarten unter die Leute zu bringen, aber halt trotzdem in dieser Zeit vielleicht 1, 2 Mal umzieht. Und dann ändert sich ja jedes Mal auch eure Adresse oder ihr wechselt vielleicht eure Handynummer oder die E-Mail-Adresse. Das ändert sich ja dann eben alles. Und bei der Visitenkarte ist es nicht so wie bei eurem Social-Media-Profil, wo ihr einfach kurz was anderes eintippt und dann ist es wieder aktuell. Hier wird ja dann im Prinzip der ganze Restvorrat an Visitenkarten nutzlos, ist dann sozusagen Altpapier und das gilt es zu vermeiden. Deswegen schaut, wenn ihr noch nicht so bekannt seid, dass ihr so wenig Karten wie möglich druckt, denn nachbestellen geht immer, aber was ihr mal bezahlt habt und was mal da ist und was dann eben nicht mehr aktuell ist, ist einfach nur noch Müll. Es empfiehlt sich auf jeden Fall nicht, dass ihr da anfangt, was drüber zu kleben oder drin rumschreibt. Das ist absolut unprofessionell. So teuer sind Visitenkarten dann auch nicht. Schmeißt die einfach weg und bestellt neue. Wir haben hier mal jetzt ein ganz simples, grobes Beispiel für euch. Einfach, damit ihr wisst, das muss alles drauf. Und so kann es zum Beispiel sein, vorhin schon mal erwähnt, dass ihr vielleicht sogar eine Seite nur dafür aufwendet, um euer Logo hier drauf zu packen, eben grafisch besonders aufbereitet, vielleicht sogar eben haptisch noch besonders. Das ist natürlich der absolute Klassiker. Umso ausgefallener ihr es macht, umso besser. Deswegen, das ist das absolute Minimum, was ihr noch draufsetzt, eben dann umso besser. Grußkarten könnt ihr ja auch noch benutzen. Das ist auch vor allem richtig oldschool. Klar, heute schreibt eigentlich kaum noch jemand Postkarten, das ist eigentlich schade, aber das ist dann genau die Marktlücke, in die ihr reingrätschen werdet. Ihr könnt, wenn ihr einen gewissen Kundenstamm habt, von denen ihr dann ja eben auch hoffentlich die Kontaktdaten alle noch gut eingepflegt habt, in der Excel-Tabelle oder sonst wo, dann schreibt den Leuten jährlich oder vielleicht sogar halbjährlich eine Erinnerungskarte. Einfach um zu zeigen, hier, ihr seid noch da, euren Service gibt es noch, ruft euch in Erinnerung. Denn oft ist es ja gar nicht böse gemeint, dass die Leute vielleicht einfach vergessen, wo sie mal einen DJ gehört haben, wen sie vielleicht irgendwann mal gebucht haben. Man hat vielleicht auch den Kontakt verlegt und so ist eine gute Möglichkeit, hier wieder einen Draht zu euren ehemaligen Kunden oder generell potenziellen Kunden aufzubauen. Sowas kann heutzutage automatisiert werden. Ihr könnt natürlich neben den klassischen Grußkarten per Post auch eine Grußkarte online versenden. Ist dann nicht mehr ganz so persönlich, ist eben auch nicht mehr so präsent dann wie eine Visitenkarte, eine physische auch. Oder eben die physische Postkarte, die dann einfach da ist. Aber eben trotzdem noch besser als nichts, klar. Und ihr könnt auch einfach ein Rundschreiben ausdrucken, insofern ihr nicht 100 Postkarten schreiben möchtet, vollkommen verständlich. Aber zum Beispiel, man kann auch heutzutage Postkarten vom Dienstleister bedrucken lassen. Also das Ganze auch schon automatisiert. Und insofern, vor allem wenn ihr zum Beispiel Mobile DJs seid, dann empfiehlt es euch sehr, wenn ihr hoffentlich in euren Kundendaten dann eingetragen habt, wann vielleicht die letzte Hochzeit war, dass ihr dann den Leuten generell zu besonderen Hochzeitstagen und zum Beispiel auch zum Geburtstag und so weiter, ihr könnt zu Weihnachten, zum neuen Jahr gratulieren. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt und eben euch wieder ins Gedächtnis zu rufen. Am besten macht ihr das eben vielleicht dann noch mit einer physischen Postkarte, da stecht ihr aus der Masse definitiv hervor. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.